Von euch habe ich so viele coole Tipps bekommen für Salus neues Hochbett, was bis vor kurzem noch ziemlich kahl aussah. Ich habe mich dann mal ans Werk gemacht und mit einem Namensschild für dieses Brett da oben angefangen. Dafür habe ich aus einem weißen Filzbogen seinen Namen ausgeschnitten. Und tada, ich finde, das war schon mal ein guter Anfang, oder? Dann habe ich eine Lichterkette mit so süßen kleinen Glühbirnen am Dach angebracht und ich finde, das hat die meiste Veränderung gebracht. Sieht einfach mega gemütlich aus, finde ich. Dann haben einige von euch noch eine Wimpelgirlande vorgeschlagen und ich habe eine farblich passende gefunden. Ich bin jedenfalls ein Fan davon. Anders als scheinbar dieser Fuzzi da im Hintergrund. An den Mast von dem Dach habe ich noch so eine kleine süße Gans aufgehängt. Die war eigentlich nicht dafür gedacht, deshalb musste ich sie ein bisschen operieren. Damit ihre Flügel nicht runterhängen, wenn sie da so hängt, habe ich ein bisschen Basteldraht durchgezogen. Und durchsichtige Fäden durch ihren Körper, damit es so aussieht, als ob sie wirklich fliegt. Ich finde, der Aufwand hat sich auch voll gelohnt. Und dann kam mein persönliches Highlight, diese Ringe. Salo guckt seinem Papa oft beim Ringtraining zu und dann dachten wir, für ihn brauchen wir safe bald auch so welche. Also gesagt, getan. Ich habe die beiden Ringe einfach an dieser unteren Stange vom Bett befestigt und gepolstert ist ja wegen der Matratze sowieso. Und ich kann euch sagen, Salo feiert sie richtig. Dann noch diesen mega süßen Pinguin als Türsteher und zwei Sternekissen und das ist jetzt das Endergebnis. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt und ob ihr noch andere Ideen habt. Ich werde mich demnächst safe mal aus dem Staub machen, um eine Nacht hier zu verbringen.